Freunde der Sonne. Oder der hat so provoziert, denkt dem Tisch. Alex, will ich ihn unbedingt hier raus haben? Ich bin einer Meinung. Der Erzfeind ist da. Du hast ein ganz, ganz dickes Problem mit dir. Ja, ich nerv mich nicht. Lass mir einfach in Ruhe. Das ist doch auch nichts für mich. Ja, aber ich muss doch nichts machen. Die Frauen fahren, die verwöhnen hier ihre Männer. Und? Ich hab schon gemerkt, du hast dich ein bisschen verändert. Die wollen jetzt raus haben. Das war Verrat. Ich hoffe, alle Lutschpuppen sind an Bord. Leute, der Beef geht weiter. Folge 7 vom Sommerhaus der Stars 2023. Letztes Mal im Sommerhaus. Oh, provozier mich gar nicht. Du hast angefangen zu provozieren. Digga, was fasst du ihn an, Alter? Nein, komm. Was fasst du ihn an? Alter, du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren. Boah, es geht gar nicht. Valentina und Jan sind diejenigen, die wirklich jeden zum Platzen bringen. 2 Wochen meines Lebens verschwendet. Was? Nur 2 Wochen verschwendet? Entschuldigung, wie aber viel länger. Nachdem vergangene Woche so eine Art Trainingslager fürs Promi-Boxen stattgefunden hat, sind Gigi und Valentina raus. Ist schon merklich stille geworden. So in etwa muss es sich anfühlen, wenn man Wochen nach dem unfreiwilligen Besuch eines Sarah Connor-Konzerts endlich dieses komische Piepen im Ohr los wird. Aber wir brauchen, glaube ich, alle, um das erstmal für uns zu verarbeiten. Ja. Bist du drüber hinweg? Nicole habe ich schon verdaut. Es war sehr viel gestern Abend. Und die Aktion mit Gigi und Valentina und Jan. Puh, wir sind fertig. Man hat das Gefühl, man möchte gerne aufwachen, aber man kann irgendwie noch nicht. Man ist noch in so einem Dämmerschlaf gerade. Oh. Hast du das? Das ist kacken, oder? Es sind natürlich auch weniger Leute drin. Und jetzt geht's auch uns an Arsch. Deswegen sagen wir mal, let's the play begin. Schatz, das hier ist the gateway to hell. Schatz, neue Gäste. Hör ich da einen Serkan? Der erste Morgen ohne Valentina. Dafür wird Can noch einige Therapiesitzungen benötigen. Ist eine Ernüchterung, aber irgendwie auch eine nachdenkliche Stimmung, nachdem Gigi jetzt weg ist. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die auch schon wirklich viele, viele, viele Frauen zwischen Stuttgart und Heilbronn gemacht haben. Das heißt, die Karten sind wirklich völlig neu gemischt. Let's the play begin. Oder wie ihr Ex Joey Hunter sagen würde, es sind immer 3 Seiten der einen Medaille. Morgen, Freunde. Für Serkan Superstar und seine Begleitung. Genau. Das ist so mein Sprungbrett. Durch das Knattern haben wir direkt eine Tochter gemacht. Das erste Jahr ohne Witz. Also was da nicht alles zu Hause rumgeflogen ist. Teller, Gläser. Flaschen hat sie mir schon hergeworfen. Man muss halt dazu sagen, wir sind natürlich beide sehr temperamentvoll, ne? Sie ist aber die Furie. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt! Es gibt nichts, was ich nicht kann. So, weißt du, ich bin eigentlich, ganz kurz, ich bin eigentlich sowas wie Max Mustermann in Real Life. So, ne? Ich kann einfach alles. Boah, der Sch. Hä? Der hat so provoziert über Ding Temptation. Mag ich. Oh, sei doch einfach normal, Mann. Serkan und Samira sind da. Wir hatten sie gerade gesagt, da fliegen schon auch mal so Gläser, ne? Also was Hohles oder auch Flaschen. Hätte ich jetzt tatsächlich eigentlich nicht gedacht, dass Serkan stark genug ist, Alex oder Maurice zu werfen. Er sagt, er ist der Max Mustermann. Also ein gesichtsloser Allerweltstyp, der eigentlich nur ein Platzhalter ist. Klingt jetzt ehrlich gesagt eher nach den Moderatoren des Sat.1 Frühstücksfernsehens. Hi, da sieht man sich. Ja, da sieht man sich ja nicht, ne? Ich kenne den Serkan nicht persönlich. Ich habe ihn nie irgendwo vorher gesehen. Ich weiß nur, als wir diesen Shitstorm hatten, war er ganz vorne mit dabei und hat ständig geschossen. Alex hat ja auf mich schon mal reagiert auf Instagram. Der hat ja da schon mal gesagt, ich habe ein ganz großes Mundwerk, das man mal stopfen müsste. Und ich bin gespannt, ob er seinen Mund noch heute aufmacht. Ja, dann kommt mal rein. Ja, voll gerne. Ja, die Sommerhaus-Ästhetik hier. Ach, Junge, ich werde ja nur penetriert von jeder Seite. Nee, du kannst doch einfach jetzt ruhig sein. Und ich bin ruhig. Aber keinen Bock mehr auf Stress. Nicht sympathisch. Und die finde ich auch. Alex ist natürlich direkt genervt von den Neuen. Ganz ehrlich, was haben wir auch erwartet? Er hätte sich nur gefreut, hätten sie hier irgendwie einen Standspiegel reingeschoben. Es zahlt sich hier komplett aus, dass RTL in den vergangenen Jahren so viele neue Prominente gezüchtet hat. Selbst wenn jemand fürchterlich ist, wie Valentina ausfällt, haben sie noch jemanden in der Hinterhand. Übrigens, und ich glaube, das ist kein Witz, nach genau dem gleichen Muster bekommt auch Matthias Reim jedes Jahr einen Auftritt im Fernsehgarten. Man steht jetzt mittendrin, sonst guckt man es im Fernsehen und denkt sich, Alter, ekelhaft. TripAdvisor Bewertung -5 Sterne, ist nix. Starker Konkurrent jetzt. Weil das dünn und ich ist ja halt schön, wenn du jetzt auch einfach nicht direkt die ganze Zeit den Kopf schon jetzt einzig vor. Man kann doch alles richten, weißt du? Ich hab die Hand gegeben. Ja, ich hab mich 100% korrekt verhalten. Ich hab gesagt, endlich lernt man sich mal kennen. Was mich nach Ärger. Durch den Auszug von Valentina und Jan gibt es heute keine Exit-Challenge. Stattdessen tretet ihr alle in direkten Duellen gegeneinander an. Das schnellste Paar ist vor der kommenden Nominierung geschützt. Bock.
Das hat irgendwann mit Lauf und Schnelligkeit zu tun. Ja, aber du hast diese Frau, die nicht laufen kann. Oh Gottchen, eine Frau, die nicht laufen kann. Wie man hört, sucht Oliver Pocher gerade händeringend nach genau so einer. Ganz wichtig, bitte nicht missverstehen. Mit das schnellste Paar ist hier tatsächlich das Paar gemeint, was das kommende Spiel am schnellsten absolviert. Samira und Serkan sind ja bekanntlich sehr, sehr schnell bei ihren Paarspielen, aber hier haben alle die gleichen Voraussetzungen. Bevor wir nachher eindrucksvoll sehen, dass der Beef wieder zurückkommt, direkt ein Abo mit Glocke da lassen, natürlich für allen Trash, der noch kommt. Promi-Büsen und, lohnt sich. Weiter geht's. Du bist jetzt nicht das blühende Leben gerade, seitdem wir da sind. Das Ding ist, ich habe auch einen Streit mit Alex. Ich habe den sozusagen in Existenz geschickt, seitdem man den wir so im Clinch, sag ich mal, und deswegen will ich den unbedingt hier raus haben. Sind wir schon mal einer Meinung? Der ist so. Der aber ist mein Feind ja. Nummer 1. Der wartet nur drauf, bis er mich nach Hause schickt. Er wartet nur drauf. Dann mach das zu deinem Spiel. Das allerletzte Wort, wenn überhaupt, hab ich. Spannendes Spiel hier. Wenn ich heute safe bin, werde ich schön entspannt hier und da Alex einen Spruch drücken, aus der Reserve vielleicht locken. So, weißt du, dann bin ich mal gespannt, ob er noch so eine große Klappe hat wie auf Instagram. Mit Serkan, glaube ich, habe ich auch hier einen Best Buddy gefunden. Ein Verbündeten zu haben ist nie verkehrt. Für Maurice ist der Einzug von Serkan ein absoluter Glückstreffer. Nicht nur, dass er einen Verbündeten gegen Alex hat. Serkan ist auch der Einzige im Haus, der es schafft, Maurice Monologen länger als auch nur 2 Minuten zuzuhören. Man kennt das ja. So ein gemeinsamer Feind schweißt ordentlich zusammen. Übrigens, genau deswegen sind auch Can und Valentina zusammen. Ja, natürlich, Leute. Die haben sich ja offensichtlich beide gegen den gesunden menschlichen Verstand verbündet. Ich bin sehr enttäuscht von Tim. Der hat selber gesagt, das ist mein Ziehsohn, der Maurice. Ja. Ne? Und umgekehrt auch. Und dann kommt nicht mal irgendwie so, ja, Maurice, ne? Irgendwelche netten Worte mir gegenüber. So, da zeige ich mir halt einfach, weiß ich nicht, ne? Ja, uns ist aufgefallen, ihr seid uns gegenüber seit gestern so ein bisschen so abweisend. Ja, ich kann diesen ganzen Wahnsinn, ich brauche Zeit für mich. Ja, hätte ja sein können, dass da irgendwas ist. Seit gestern sind viele anders mir gegenüber. Ja. Du hast mich gefragt, wie ist es? Ich sage, alles ist gut, ich brauche Zeit für mich, Ende der Diskussion. Tim kann richtig glücklich sein, dass er schon erfolgreich ist und nicht jetzt erst noch bekannt werden muss. Als Mallorca-Sänger müsste er eigentlich mit Menschen mit überschaubarem Wortschatz wesentlich Verständnis und auch ja, rücksichtsvoller umgehen. Oh Mensch, ne? Ricarda und Maurice sind so richtig sauer. Dass der Tim noch diesen Nominierungshickhack, ne? Sie wollten ihn ja eigentlich rausschmeißen, dass er jetzt hier nicht zu Kreuze kriecht und ihnen unendlich dankbar ist. Maurice ist aber so beleidigt und bockig, dass Sarah Wagenknecht ihm schon längst zur Gründung einer eigenen Partei geraten hat. Die sind anscheinend gut. 2-mal gesaved, 1-mal 2. geworden. Ich will denen die ganze Zeit das Gefühl so geben, ja, ihr habt die schon gewonnen gegen uns so. Also, du bist der Klotzbrain. Nein. Krass, da könnte immer irgendwo jemand sein. Ja, ist so klein hier alles. Ich schwöre dir, ich traue hier gerade niemanden. So schön wie jetzt gerade alles ist, hihi, ja, das interessiert mich ja nicht. Ja, das würde ich nicht lange halten. Was? Der Kopf trägt den Körper. Der Kopf, der muss stabil sein. Dann kriegen wir alles hin. Der Kopf trägt also den Körper. Mhm. Aber eigentlich ist es irgendwie auch klar, wenn man sich mal anschaut, was für einen massiven Körper der Alex hat, dann ist schon klar, dass sein Kopf an Leistungsgrenzen stößt. So schön wie jetzt gerade alles ist, hihi, ja, das interessiert mich ja nicht. Wenn der Schlageboom mit Florian Silbereisen läuft. Jetzt gucken wir mal in die Challenge. Ist übrigens die erste, vor der Maurice nicht stundenlang hier die Toilette besetzt. Ich merk schon den Druck hier, ich merk schon den Druck. Ihr müsst in einem Wettlauf möglichst viel Schlamm werfen. Dann beißen wir den Kopf ab. Es fühlt sich an, als ob sich einer angeschissen hat. Unter Umständen könnte ich ihr auch beim Reinigen helfen und vom Gesicht lecken, aber das habe ich mir dann doch lieber anders überlegt. Eine Frage, wie lautet eigentlich die gängige Verhütungsmethode am Set von Berlin Tag und Nacht? Zieh raus, einfach mach weiter, Schatz, bitte! Sitze ich ja nicht mehr. Die Sache ist einfach, möglichst viel Schlamm werfen. Das läuft ja bei Desiree Nick unter der Bezeichnung Kaffeekränzchen. Also, der maskuline Mann Alex und Vanessa gewinnen. Ist jetzt irgendwie auch kein Riesenwunder. Sie ist es ja gewohnt, jeden Dreck von ihm anzunehmen und mit sich herumzuschleppen. Das ist ja schlimmer wie Sozialstunden hier. Wieso bis da hinten? Also, wenn Tim wirklich verblüfft stehen bleibt und zu dir schaut, wo du dich gerade verrennst, dann hast du wirklich was falsch gemacht. Aber ehrlich gesagt ist diese Szene hier wirklich ein Sinnbild für Maurice' Verhalten. Erst lange reden und dann kläglich versagen. Schaut's besser. Bisschen mehr Schlamm! Na, sei leise. Meine Hose ruht. Hat auch einen Wumms, wenn das da angeflogen kommt. Das kann ich ja kaum halten. Bitte lass es Sperma sein. Ja, Schatz! Ja! Schatz! Ja! Die Frau muss also dafür sorgen, dass sich hier eine Fahne aufstellt. Kann schon sein, dass das für Carina und Tim ein besonders schwieriges Spiel ist. Also, Maurice Gummibund hat auf jeden Fall was mit meinem Spekulatius-Konsum gemeinsam. Nach sehr kurzer Zeit eine kritische Höhe erreicht. Es war ein Sportunfall, das ist kein Altersbeschwerde. Naja, ja, ist ja schon ein bisschen Verschleiß. Die Finger sind taub, kalt. Gebrochen oder sowas ist da nichts. Aber
Das ist natürlich hier so eine Überbelastung. Ne? Ah. Ja. Man sieht es doch wieder. Das ist der Influencer-Verein hier. Hauptsache schön, schön, schön. Und wenn er drauf ankommt, dann hängen sie alle da. Muss ihm jetzt natürlich helfen, sich anziehen. Freunde, wir dürfen bei diesem ganzen medizinischen Rahmen hier bitte aber auch nicht vergessen, dass Maurice Fuß vergangene Woche geklemmt hat. Es gibt immer wieder Dinge, bei denen der rechte Arm total überlastet wird. Ein weiteres, wahrscheinlich sogar das prominenteste Beispiel, findet man natürlich bei Calvin Kleinen. Oh, Entschuldigung, Melanie Müller dürfen wir da natürlich auf gar keinen Fall vergessen. Und Runde 3. Du bist untrainiert und schau, wie gut wir sind, Mann. Das demotiviert mich, wenn du sagst untrainiert. Dann habe ich gesagt, du trainierst nicht, aber du bist so krass. Schau, wie geil dieser Eimer ist, schon fast voll. Ey, das ist wie eine Frau, oder? Ja. Also, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, warum Serkan jetzt hier einen Song von Capital Bra singt. Also, Serkan hat natürlich schon Ausdauer. Im Trash-TV-Hopping und natürlich in der Selbstinszenierung. Wer hat's gemacht? Du? Mhm. Krass. Ich glaube, jetzt langsam positionieren wir uns hier als stark. Wir haben uns positioniert, ganz klar. Gefällt den anderen nicht so gut? Natürlich nicht. Der Gewinner des Spiels waren Samira und Serkan mit einer Bestzeit von 11 Minuten 55. Rasiert! Was haben wir falsch gemacht? Wir waren einfach schneller. Krass. Tranquilo, ne? Jetzt nicht den Obermacho raushängen lassen. Ach so, jetzt nicht. Jetzt wollte ich gerade mein Ei runterschlägen. Für die Psychologie ist ja schon was ganz Wichtiges. So, dann fühlen Sie sich sicher. Hobbypsychologe, ja. Serkan. Der ein oder andere ist gar nicht so erfreut, dass wir da sind. Wie ruhig der heute hier so ist. Ja, ja. Tim, halt die Fresse. Glückwunsch. Also, knapp 12 Minuten, um Dreck zu werfen. RTL weiß schon, warum Serkans Karte in der Castingkartei immer ganz vorne ist. Aber mal hier zwei schlechte Laune. Alex ist komplett verdattert, dass hier Serkan fitter ist als er. Wie kann das denn sein? Und Vanessa gönnt den Neuen einfach mal den Sieg nicht. Bei der Sendung hier ist es einfach genauso wie bei einem Wettrauchen mit Peter Zwegert. Wenn du dich auf den Wettkampf einlässt, dann musst du auch ein ungerechtes Spiel akzeptieren. Wenn er nicht gesichert ist, ist er ganz anders. Ja, ja. Und von daher, ne, der kriegt ein bisschen Muffensausen. Ja, das war schon hart unfair eigentlich für alle, die hier wirklich die Tage lang durch die Kacke gehen mussten. Und dann nervt es absolut, dass hier ein paar reinkommt, die, weiß ich nicht, ein paar Stunden anwesend sind und direkt das erste Spiel hier gewinnen. Ich sehe es halt nicht ein, dass hier Paare gewinnen, die es meiner Meinung nach irgendwie nicht verdient haben, sage ich ganz offen und ehrlich gerade. Natürlich nicht. Erstens nicht, weil man die ganze Zeit hier quasi auch nicht kämpft. Zweitens nicht, weil man die ganze Zeit einfach nur schreit. Drittens nicht, weil man einfach reinkommt. Er hat mich öffentlich bloßgestellt. Mhm. Und dann erwarte ich, dass er sich bei mir entschuldigt. Ich spiele nicht die Valentina und erwarte jetzt Entschuldigung von Menschen, die nicht eine Relevanz in deinem Leben haben. Er kratzt ja einfach mal schön mit einer Gabel in einer beschichteten Pfanne rum. Ich hätte ihm am liebsten noch eine reingehauen, schwör's dir. Ich weiß, viele finden es völlig übertrieben, aber wen das genauso triggert wie mich, bitte ein Herz in grün, Mr. Trash TV Grün, in die Kommentare posten. Danke. Vanessa steht halt kurz vor der Explosion, aber irgendwie ist es auch verständlich. Wenn du Alex mehrmals täglich beim Posen vor irgendwelchen gespiegelten Oberflächen beobachten musst, ja, wer wäre dann nicht auf Lebensfreude neidisch? Schau dir das mal an. Wer hinterlässt so eine Badewanne? Wie eklig ist das denn? Ekelhaft. Wie leben diese Leute? Ja, wer ist das denn? Das sind die Klamotten von Serkan, oder? Ich weiß nicht, wie solche Leute zu Hause leben. Vielleicht leben sie auch noch bei Mami, deswegen macht sie sauber. Guck mal her. Ja, das ist von mir. Das von dir? Von meinen Schuhen, ja. Kann ich gerne wegmachen. Alex schwärzt erstmal hier den Serkan an. Endlich gibt's auch wieder solche Szenen im Sommerhaus. Die hatten ja zuvor alle wegen Valentina einfach keinen Platz. Alex kann es null fassen. Wie können Menschen in so einer dreckigen Umgebung leben? Als er damals den Haushalt nach der Trennung mit Christina ein bisschen vernachlässigt hat, hat er die Ärmel hochgekrempelt, Vanessa einziehen lassen, ihr Eimer und Mop in die Hand gedrückt, damit sie sauber macht. Den kannst du mir nicht, das kannst du glauben, lieber Gott, komm. Bevor ich hier Ohrenkrebs kriege, hören Sie jetzt auf. Hier kann man nicht pennen, Mann. Ey, das riecht wie diese Kotze. Ist so. Das Maximum an Nerverei hat, glaube ich, Ricarda bei uns erreicht. Selbst wenn du 15 Räume weiter bist, du hörst sie ständig. Au! Schreie oder dann dieses Kindergerede machen. Du lass das jetzt. Ich war auch selten, glaube ich, so genervt von der Lautstärke eines Menschen. Krass, dass er noch nicht auf mich zukam, mit mir zu reden. Der guckt immer auf den Boden, der guckt weg. Ich bin gespannt, deswegen warte ich noch heute das Spiel ab. So, wenn er sich saved, ob er dann was sagt. Also, das letzte Mal, dass ich von solchen Geräuschen wach geworden bin, war, als ich beim Promi-Dinner eingeschlafen bin
und danach Sing My Song lief. Blattsattel. Was bitte ist das? Jo, Vanessa, finde ich jetzt aber auch so ein bisschen ungerecht, das einfach direkt Ricarda in die Schuhe zu schieben. Sorry, aber Schreien und Kindersprache, das könnte genauso gut Maurice gewesen sein. Ich finde es schade, dass du mir nie mal ein Brot anbietest oder so morgens. Bin ich mal ein bisschen verwöhnt für meine Leistung gestern. Ich brauche das ein bisschen betonen, Schatz. Du kannst mich auch ruhig kraulen. Du hast hier super Bock. Ich muss selber. Nee, du bist einfach nur hier, Schatz, um einfach nur dumm zu labern. Was? Ich gehe in die Sonne. Hilfst du mir hoch? Ich komm. Du kümmerst dich gar nicht um mich. Oder du soll ich das auch machen? Nichts für mich. Mein Gott, warte, aber ich muss doch nichts machen. Die Frauen verwöhnen hier ihre Männer. Die Omas, die haben das immer anders gemacht. Ich heute geht's eher darum, ich hab die höchsten Schuhe an, ich hab das und das gemacht und gehe da in dem Club. Weißt du, früher war das so, Hauptsache die Familie hat Essen auf dem Tisch. So. Und ich dachte tatsächlich, dass die Teilnehmer vor allem deswegen nach Bocholt fahren, um hier am Sommerhaus teilzunehmen. Aber nein, sie reisen offensichtlich ja hier auch in die 50er Jahre zurück, als Frauen dafür zuständig waren, das Essen auf den Tisch zu stellen und Maurice zu kraulen. Sag mal, aber bevor jetzt jemand lacht. Ja, auch Krieger und Löwen wollen manchmal einfach eine Scheibe Brot und gekrault werden. Wichtig, ne? Beim Kraulen macht er manchmal auch eine Ausnahme. Wenn nämlich Ricarda ihre Fingerkräfte aufsparen muss fürs Teigkneten für den Kuchen, den sie für ihn backen darf. Immer bei mir du kommst mit deinem Leben alleine nicht gleich schon. Hey, ich kann doch mal alleine super sein. Du kannst nicht alleine sein. Du bist nicht alleine, weil du zu Hause bei deinen Eltern wohnst, bist du nie alleine. Sollst du Mami sagen? Ich habe immer Mami sagst. Meine Mami ist die Beste, verstehst du? Und ich bin froh, dass ich zu Hause wohne. Und jeder, der sagt so 24, du Lappen, kann mich am Arsch stecken. Oh, du hast so ein Problem mit dir selber. Du machst das nicht mehr mit. Ja, tschüss. Nerv mich nicht. Lass mich einfach in Ruhe. So eine Pfeife, ehrlich. Kein Bock auf die Scheiße. Also auch das finde ich jetzt hier so ein bisschen verkürzt dargestellt. Ja, ganz klar hat Maurice Probleme mit sich selbst, aber auch mit seinem Friseur, mit Puzzeln mit mehr als 10 Teilen, ja, und mit dem Bilden von Sätzen, in denen nicht schwör's dir vorkommt. So, und bitte, hier sieht man es nochmal, Maurice kann natürlich selber kochen. Das Rezept für die Cola-Suppe hat er natürlich von seiner Mama. Liebe ist etwas, was man sich nicht kaufen kann und wonach man sucht. Liebe ist etwas, was dich findet. Dafür müssen wir dankbar sein. Bin ich. Ich muss brechen. Ich habe noch nie mit einem Menschen so viel gesprochen. Über auch so wichtige Themen. Ohne körperlich zu werden. Ja. Aber mir kannst du dich fallen lassen. Ich übernehme den Kampf für dich. Nicht gegen mich ankämpfen, sondern zusammen. Weißt du, was Bruce Lee gesagt hat? Alter. Das ist echt ein Hardtop. Wenn du deine Emotionen nicht kontrollieren kannst, und kontrollieren deine Emotionen durch. Ich war so kurz davor, mir Valentina zurückzuwünschen, aber mir geht's wieder gut, keine Sorge. Wenn ich das so höre, habe ich durchaus die Befürchtung, Alex und Vanessa wollen ihren Gedichtband rausbringen. Wichtige Gespräche, ohne körperlich zu werden. Nach demselben Motto sind ja auch die Songs von Scooter entstanden. Wie sitzen die Haare? Ja, komm. Bist du sicher? Ei. Die Erfolgschancen sind gleich gesunken. Liebesstar. Bei diesem Spiel müsst ihr gemeinsam rückwärts einparken. Boah, ich schwör's dir, das Spiel, ne, geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Schlag mal so 5 nach links ein. Fahr! Ja, du sagst immer, fahr, ich seh nix! Fahr, du stehst gerade noch. Ich stehe noch? Ja, du stehst noch, du fährst gerade nicht. Ach so, übrigens, diese Challenge wurde aufgehoben, bis Valentina aus dem Haus ist. Die Gefahr war einfach zu groß, dass Valentina aus Frust das Steuer in die Hand nimmt und die Filmcrew umfährt. Was? Der Krieger und Löwe Maurice kann nicht richtig einparken. Laut seinem Rollenbild hat er jetzt natürlich in seiner Männlichkeit genauso versagt wie bei seiner Apache-Textsicherheit. Fahr! Sag einfach fahr! Ich sag doch gerade fahr! Was soll ich denn sagen? Du sagst mir die ganze Zeit, fahr rechts! Boah, ich krieg keine Luft mehr. Eine Vollkatastrophe. Das ist 6. Wie viel Uhr ist hier die Kurve? Ja, 15. 15 ist hier. Du sitzt in dem Auto und denkst dir, warum? Nee, da ja, andere Richtung 15. Ich bin selten sprachlos, aber ich... Absolute Vollkatastrophe. Fahr geradeaus, aber lenk nach rechts. Ist ja auch bekanntlich das Motto der CDU unter Friedrich Merz. Ja, das war eine kleine Ungenauigkeit bei Carina. Muss man aber verzeihen, sie meinte natürlich nicht 15 Uhr, nein, 15 Grad. Also genau die Temperatur, bei der sie immer wieder versucht, dem Tim ein schönes Frühstücksei zu kochen. Wo sind wir eigentlich hier? In der Klapsmühle, ich schwör's euch. Ja, bist du! Bodenlos bis jetzt! Ich hab gerade so ein Brett vorm Kopf. Nach vorne, was hast du für ein Problem? Schatz, rechts, links! Baby, hörst rechts du? Auf so bringt das Licht! Rechts jetzt mit dem Arsch. Wir müssen rechts um die Ecke. Ja! So. Ey, stopp!
Schatz, mach doch irgendwas Sinnvolles. Ey, boah, das ist so anstrengend, mit dir Auto zu fahren, ne? Ja. Wo kommen wir? Hör auf zu weinen. Wir wollen da weg. Also fahr ich rückwärts links, richtig? Liebe sehr, wie man trotz verbundener Augen sieht, wie Tim einfach ununterbrochen die Augen rollt. Carina und Tim haben sich einfach nach Ewigkeiten nicht von der Stelle bewegt. Das ist wirklich richtig gut, weil damit gibt es wirklich kein besseres Sinnbild für den Fortschritt in Tims Musik. Nach links einschlagen. Voll oder geht? Volle Kanne nach links. Okay. Nee, anders. Andere Seite. Hast du denn Links-Rechts-Schwäche oder was? Ah, nee, warte, ich glaub doch andere Seite. Große Fresse zu Hause gehabt, ist einfach. Halt's Maul jetzt, ja, Mann! Ja, gar nichts. Nach geradeaus hin wäre ein bisschen Platz. Links, ganz nach links! Ich raste gleich richtig aus! Wir stehen gerade spitz drin mit dem Arsch und wir müssen noch gerade rein, weil du stresst. So, ist das Lenkrad gerade? Weiß ich. Guck jetzt, wir sind gleich da! Ist das Lenkrad gerade? Konzentrier dich! Einschlagen. Wie einschlagen? Mein Gott, kannst du mal aufhören, mich anzuschreien? Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. War du Vogel, Alter. Guck dir jetzt, ob wir reinkommen. Wir sind doch viel zu nah weg, oder nicht? Ich sehe doch nichts. Pia, es ist eine absolute Vollkatastrophe. Die Karre hat keinen Weinglashalter. Das Einparkspiel, der Moment, wenn sich fast alle einen anderen Partner wünschen. Spitz drinstehen, mit dem Arsch, wenn Claudia mit Stefan Effenberg zusammen das Oktoberfest besucht. Ja. Guck doch jetzt bitte. Hör doch auf, mich anzuschreien. Sonst ertrink ich. Hör auf zu weinen, hör auf zu weinen. Sie kann nicht denken und handeln wie ich. Guck jetzt, wir sind gleich da. Konzentrier dich, Mann. Konzentrier dich! Haben wir geschafft? Ja. Komm her. Die muss nach. Ja, du sagst das jetzt so einfach. Aber glaub mir wirklich, das ist nicht mal einfach so. Weißt du? Eigentlich schon. Nee, ist es nicht. Also vorm Knick der Kurve. Jetzt kommt gleich nochmal eine Rechtskurve. Wo ist der Scheitelpunkt der Kurve? Der Scheitelpunkt? Oh ja, also ein Scheitelpunkt ist die Mitte der Kurve, ne? Ist doch richtig, oder? Oder mache ich mich jetzt hier voll zum Horst? Die Ecke der Kurve ist die, wo die Kurve anfängt. Hä? Also, ja, einen Vorgang möglichst kompliziert ausdrücken, bis man die Erklärung selber irgendwann nicht mehr versteht. Sag mal, hat Carina vielleicht schon mal überlegt, nebenberuflich Formulare für deutsche Ämter zu schreiben? Sind wir drin? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Nein. Das ist geschenkt, das Spiel, Alter. Nee, es ist nicht. Doch. Hey, ich fahr doch richtig. Entschuldigung, dass ich keine Busfahrerin bin. Du kannst gar nichts. Wie schlecht muss man ja, sein? Ja, was? Du kannst auch noch nicht mal einparken. Wie schlecht muss man sein? Wie dumm muss man sein? Wie schlecht mein eigener Freund mich macht. Boah, wie schlimm. So was Dummes, ehrlich. Also, wir standen eben gut, jetzt wieder scheiße. Ganz ehrlich, als die Hupe kam, war ich richtig froh. Weil ich hatte irgendwie innerlich schon aufgegeben. Ja. Nee, was ist das denn für eine Einstellung? Wie dumm muss man sein? Wie kann man so ein Arsch sein? Also Leute, es ist soweit. Maurice hat den Warnblinker angeschaltet. Aber das dürfte auch das Einzige sein, was er irgendwie zum Leuchten bringt. Als die Hupe kam, war ich richtig froh. Nachwuchs-Influencerin, nachdem sie den Rabattcode Michaela20 bei Dr. Mang angegeben haben. Im Moment ist es wichtig, dann seinen Wein zu unterdrücken, weil da verliert man noch mehr Zeit. Hör mir doch auf. Hast du ja gut gemacht, du hast unterdrückt. Weißt du, du hast so geschrien, dass du schon gespuckt hast. Du kannst mir nicht sagen, dass das jetzt auch toll war. Das habe ich auch, hätte ich auch kontrollieren müssen. Ja, da brauchst du jetzt aber jetzt hier nicht auf böse machen. Ja, du bist jetzt angepisst. Ja, aber du nimmst dich halt nicht ernst. Ich fand es total zum Kotzen, dass Zico halt so aus der Haut gefahren ist. Das ist bei uns an der Tagesordnung. Heute hättest du dich schlauer anstellen müssen. Ein bisschen logisch denken, Schatz. Ja. Ich hätte den ganzen LKW eingefahren. Du. Ja, ja, genau, weil du der tollste und Beste bist. Nee, da bin ich nicht. Naja. Aber ich bin schon nicht verkehrt. Scheiße. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass wir gar nicht mehr miteinander reden. Mit dem Wein Zeit verlieren, das kenne ich gut. So ging es mir in diesem Jahr immer, wenn ich für euch die neuen Bachelor-Videos schneiden wollte. Weinen muss unterdrückt werden. So, genau so sieht diese echte Fürsorge aus. Ja, Alex bleibt halt einfach so lange liebevoll, solange Vanessa das macht, was er von ihr will. Und wenn nicht, haben wir ja mehrfach gesehen, tritt seine andere Seite schneller zutage als Serkan, wenn sich irgendwo auf Insta ein Beef anbahnt. Das ist dein Bestes gegeben. Ich meine, es ist auch klar, dass man sich dann da so ein bisschen stresst, aber... Hey, ist doch nicht schlimm. Total scheiße. Hey, was? Trotzdem bin ich doch stolz auf uns, dass wir das überhaupt so weit geschafft haben. Abend war auch sauer und ganz ehrlich, natürlich, die Spiele sind so konzipiert, dass man sich reibt. Und ich weiß auch nicht, ob jeder von uns da komplett ruhig geblieben wäre. Abend ist wirklich einfach der einzig stabile Kerl hier. Er ist der Einzige, dem es nicht um Machtspiele geht, sondern um das Gemeinsame. Das ist so einzigartig wie Wegbeschreibung von Carina in unter 2 Stunden. Wenn du noch nicht mal vorne und hinten beim Auto unterscheiden kannst, dann kann ich das nicht realisieren. Ist Bluff, oder? Nein, ehrlich, du hast echt das ernst gemeint, ehrlich. Dass du das nicht einsiehst. Seh es endlich ein. Du kannst es nicht. Gott, ich kann eigentlich gar nichts. Eigentlich in deinen Augen kann ich überhaupt nichts. Du siehst nichts ein. Ich sehe es doch ein. Ich habe dir gerade gesagt, okay, dann war es mein Fehler. Ich sehe doch an deiner Reaktion, dass man nicht drüber reden kann. Er regt mich so auf.
Da bin ich nervös geworden und ich habe auch gesehen, dass du dann schon ziemlich früh so nach dem Motto, boah, die kriegt's eh nicht hin und dann... Ich will dir mal eins für alle Zeiten sagen. Ich liebe Reality-TV. Du hast mich angeschrien auf deine Fehler. Ich habe trotzdem weitergemacht. Also immerhin, Carina und Tim schaffen es mal so zu streiten, als wären sie ein echtes Paar. Also wenn so ein Spiel wirklich die komplette Beziehung ins Wanken bringt, dann liegt echt viel im Argen. Ey, das ist halt wie dem Gewinner von der Runde Monopoly den Steuerprüfer auf den Hals zu hetzen. Eine völlig unverhältnismäßige Reaktion, auch wenn das tatsächlich nachvollziehbarer ist. Vanessa und Alex. Euch gehört dieser Sieg. Und ja, ja! Seid ihr vor der kommenden Nominierung geschützt. Herzlichen Glückwunsch. Ich will den Hermann raushängen lassen. Der ärgert mich halt noch mehr, dass wir heute das nicht geschafft haben. Ja. Bei uns freuen sich die ganze Gruppe halt wirklich sehr kurz. Ja. Wenn er hart auf hart kommt bei uns mit dem Arm und so, das ist auch für uns vollkommen okay. Die haben auch für mich in meinen Augen dann auch nichts mehr zu suchen. Ja. Sollen wir es euch erleichtern? Nein. Seid ihr bescheuert? Nee, ich wünsche euch. Ich wünsche euch das auch. Egal, kann einer hören. Ich wünsche euch das am meisten. Ich auch. Ehrlich jetzt? Denke, wenn ihr die bodenständigsten, normalsten Menschen seid und heute nominiert oder morgen erst, nehmt uns. Tim will so schnell wie möglich weg, bevor irgendjemand hier Carina nochmal nach der Uhrzeit fragt. Alles klar, ich bin mir jetzt nur nicht so ganz sicher, ob Tim das mit dem Rauswählen richtig verstanden hat. Weiß er, dass nicht nur Carina rausgewählt wird, sondern dass er auch mitgehen müsste? Die, die das Essen gemacht haben? Nicht alleine. Ess normal. Krass, komm echt keiner raus. Hefst du? Das ist normal. Dass man alleine ist, wenn man auf der Erfolgsspur ist, auf der Überholspur. Mhm. Wenn ihr nochmal schöne Bilder für irgendeine PowerPoint-Präsentation braucht, dieses wunderschöne Daumenkino stelle ich euch als Download zur Verfügung in der Beschreibung. Also draußen sitzen und sich wundern, dass niemand rauskommt. Alex weiß jetzt immerhin, wie Chan sich fühlt, wenn er mal wieder was falsch gemacht hat. Alex und Vanessa schmatzen also allein draußen. Ja, aber vielleicht haben die anderen auch einfach Angst, dass Alex Soßenkleckereien den Appetit der anderen genauso auflöst wie die dritte Wäsche Klamotten von Primark. Stimmungsbarometer. Tim und Carina würde ich nehmen. Wir haben uns für Justine und Arben entschieden, weil super starke Konkurrenten sind. Ricardo und Maurice. Tim und Carina, wo Gigi hier war, kannte Tim nicht mehr, warum auch immer. Für Kleenex bitte. Carina und Tim. Ich glaube einfach, dass sowohl Arben und Justine als auch Tim und Carina für uns am Ende die leichteren Gegner wären. Ist auf euch gefallen. Auf uns, ja. Aus welchem Grund? Dann würde ich tatsächlich lieber gegen Tim antreten, als gegen euch. Warum? Weil das ergibt für mich keinen Sinn. Ach, guck mal an. Tim und Carina wählen also diejenigen, denen sie hier den Sieg am meisten gönnen würden. So, Maurice ist auf jeden Fall wirklich völlig nachtragend. Ich glaube, der Einzige, der im Fernsehen so lange längst vergangenen Dingen hinterher traut, das dürfte Oliver Geissen sein. Die einfachere Entscheidung wäre aus sportlicher Sicht. Jetzt warum noch nicht Justine? Weil ich habe schon gemerkt, du hast dich ein bisschen verändert so mit den Tagen. Ich bin ja auch nicht doof. Weil du, glaube ich, irgendwelche Sachen da nicht cool fandst mit Valentina, mit Gigi und so drum und dann. Ich glaube, das war auch ein bisschen. Das sind natürlich auch Dinge, die mir nicht gefallen haben. Die Argumentation von Zico finde ich schon ein bisschen lächerlich. Oder habe ich ihm auch gesagt gehabt, dass das einfach keinen Sinn ergibt. Aber er sieht es jetzt schon als notwendig an, uns jetzt schon zu nehmen. Das zeigt einfach, dass er sein Wort gebrochen hat. Hier die Ergebnisse des heutigen Stimmungsbarometers. Warum bitte erzählt Zico ihm das? War doch klar, dass er es nicht versteht. Er hätte ihm einfach erzählt, dass sie Marianne und Michael gewählt haben. Ja, da hätte er immerhin noch genügend Zeit gehabt, um genügend Abstand zu gewinnen. Gut, ne? Immerhin wissen wir dank der Sendung, dass wirklich niemals genügend neue Kindergärten eröffnet werden können. Justine und Arben, eine Stimme. Ricarda und Maurice, zwei Stimmen. Carina und Tim, drei Stimmen. Tut schon ein bisschen weh. Ich habe es zwar angeboten, aber das heißt noch lange nicht, dass man das auch machen muss. Ich möchte sehen, wer steht wie wo. Wenn es halt so ist, dass ihr sagt, so hey, wir wollen nicht mehr. Ich bin froh, wenn wir noch was bleiben. Ja, gut. Ja. Ne? Gut. Jetzt ist der Ehrgeiz ja doch wieder da, ne? Heute hat uns auch gezeigt gehabt, dass man den Menschen nur vor den Kopf gucken kann. Die wollen jetzt raushauen. Deswegen hoffe ich, dass es dir die Augen öffnet, dass du derjenige sein musst, der den Dolch sticht. Wenn du einmal einen Fehler machst. Die kann man nicht mehr rückgängig machen. Das war Verrat. Maurice fühlt sich jetzt also hintergangen von Zico. Derjenige, der Tim im zweiten Anlauf eiskalt abserviert, weil er ihm nicht genügend Aufmerksamkeit gegeben hat. So eine Lücke zwischen dem Gesagten und den eigenen Taten gibt es nur im Satz, wir freuen uns über ihr Feedback. Hä? Also Tim hat auf jeden Fall wirklich die seltsamste Taktik überhaupt. Sich so sehr als Opfer anzubieten, um dann
Was? Aus Mitleid nicht gewählt zu werden? Durch diese sehr, sehr merkwürdige Vorgehensweise wird es für die beiden jetzt auf jeden Fall genauso wie Tims Jeans gefährlich eng. Mich schockt dir nichts mehr. Bestimmt schon viel, aber da haben sie die Rechnung nicht mit mir gemacht. Serkan will uns belabern, dass wir quasi die Gruppe stürzen. Keiner darf wissen, was wir am Ende des Tages planen. Deine Tochter wird dich für die schämen. Das reicht! Du respektierst deine eigene Frau nicht. Keine Eier hast du, Mann! Nein! Es reicht. Dann tut ihr mir ganz ehrlich alle leid. Die gute Nachricht, alle, die sehen wollen, wie die sich hier an die Gurgel gehen, die können einfach kommende Woche wieder einschalten und müssen nicht auf irgendwelche Facebook-Gruppen von Jugendämtern. Ganz wichtig, ab kommender Woche gibt es 2 Folgen pro Woche. Meine Videos dazu immer mittwochs und freitags. Umso wichtiger also ein Abo mit Glocke dazulassen, damit ihr nichts verpasst. Und wir sind so knapp davor, die 160.000 mit dem Sommerhaus zu schaffen. Abo dalassen und ein T-Shirt bekommen. Wie es geht, steht in der Beschreibung. Die ganzen Folgen gibt es natürlich bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Valentina ist raus, es bahnt sich aber schon wieder Beef an. Vermisst ihr sie vielleicht doch ein bisschen? Freue mich sehr auf eure Kommentare. Falls ihr die vergangene Folge nicht gesehen habt, ihr müsst reinschauen. Also die ist ein Must. Schlag, die Stars haben RTL erpresst und es gab Rauswürfe, also wirklich unglaublich. Kevin Klein hat eine eigene Doku-Soap und er vergeigt alles. Wenn ihr Bock auf Trash habt, schaut mal rein. Also, dann viel Spaß und bis gleich hier.